Boah, was für ein Blatt. Er muss buttern. Nein, Mann. Da muss doch das Ass raus. 60. Von allen schlechten Karten war das nur wirklich die schlechteste. Kreuz Bube liegt. Ja, da sieht man, zu viele Damen können zum Problem werden. An alle Skatspieler, ihr wisst, was ich meine. Skat kannst du 48 Stunden durchspielen. Wir lieben Skat. Bei Skat vergisst du Zeit und Raum. Du kannst es gar nicht lang genug spielen und ich wette mit euch, wenn die heute 23 Uhr aufstehen, möchten die sofort weiterspielen. Wenn sie wissen, sie sind im Halbfinale, wenn sie wissen, sie sind dann im großen Finale. Das spielt man durch. Das ist das allerbeste Spiel der Welt. So, Andreas hat die harten Fakten. Aber wie viele Leute spielen hier jetzt? 164 Finalisten aus ganz Deutschland sind heute hier zusammengekommen. Jetzt wurden wir schon gefragt und ich auch im Vorfeld, hat man mir gesagt, ja, mal ganz ehrlich, wenn man so privat spielt und einer eine Liste führt, der mitspielt, heißt es ja meistens im Volksmund, wer schreibt, der bleibt. Für unsere Zuschauer, der gewinnt auch meistens, weil er die Liste zu seinem Vorteil ein bisschen manipuliert, Andreas. Aber hier wird da vorgesorgt, dass das nicht passieren kann. Zunächst mal möchte ich dir einen Tipp geben, du solltest mal ernsthaft über die Runden nachdenken, mit denen du so Skat spielst. Ja. Es sind ja insgesamt immer 4 Spieler am Tisch. Einer ist immer der Geber, reihum. Und derjenige, der als allererstes gibt, der sitzt auf der sogenannten Position 1 und der ist der Listenführer. Aber auf Position 3 ist auch nochmal einer, der auch eine Liste vor sich hat und der auch die Punkte aufschreibt. Und idealerweise gleichen die immer auch schon mal während des Spiels ihre Punkte ab, ob sie überall das gleiche Ergebnis haben. Das ist er. Um den Pokal geht's. Ich muss ihn einmal anfassen. Und natürlich, ja, fass ihn an, aber bitte keine Flecken hinterlassen. Und natürlich um 25.000 Euro. Aber in erster Linie geht es natürlich um die Ehre, nämlich um diesen Pokal hier. 25.000 Euro.